Willkommen zu einem neuen Championat. Ja, Nightwish und ich stehen jetzt beim Firgrove Championat, sind angemeldet. Und ja, in 40 Sekunden ungefähr werden die Gruppen zusammengestellt und dann schauen wir mal, wie sie sich hier schlägt. Ich muss sagen, im New Hillcrest Championat war sie ja nicht so schlecht, wie ich es gedacht habe. Und jetzt bin ich mal gespannt. Hier, Firgrove ist doch relativ einfach, finde ich. Und ja, wie wir uns hier so schlagen. Also wenn ich nicht viele Fehler mache, denke ich mal, sollten wir doch gut durchkommen. Nervös bin ich trotzdem, deswegen ja, sind wir hier so ein bisschen unterwegs. Und ja, mal schauen. Also doch, ich möchte schon wieder ein paar mehr Championate gehen. Ich habe ja noch einige Fälle, die ich da mal ein bisschen testen muss. Das Gotland-Pony möchte ich auf jeden Fall gern testen, obwohl da die Werte natürlich schlecht sind, muss man ja leider sagen. Ich glaube, ein Punkt auf Ausdauer hat es und sonst nichts. Schwierig. Und ja, was haben wir sonst noch? Urpferd habe ich getestet. Englisches Vollblut kann ich auf jeden Fall nochmal mitbringen. Hier sind auch wieder viele englische Vollblüter und Araber Pintos. Vorhin waren hier aber auch noch einige Finnpferde zu sehen. Die sind jetzt leider nicht in der Gruppe, glaube ich. Auch nicht dagegen laufen. Naja. Geht los. Ja, der übliche Regen. Okay, hier kommen wir nicht ganz so gut rum, aber es geht noch. Okay, man kann doch ziemlich stark abkürzen. Okay, da hat sich mir jemand offenbar ein bisschen verschätzt. Für uns jetzt ganz gut. Ist natürlich immer schade. Ich glaube, man kann hier durch. Aber mit so vielen Leuten sehe ich das nicht gut. Nein, das war schlecht. Das war richtig schlecht jetzt. Können wir es eigentlich vergessen. Ja, doch. Auch wenn es ja. Es ist ja nicht böse gemeint beim Champi. Wenn man da jemanden auf die Ignorliste setzt, hätte ich auf jeden Fall machen sollen. Dann hätte ich das wahrscheinlich doch besser hinbekommen. Ja, jetzt sind wir wieder auf Platz 16. Vielleicht schaffen wir es nochmal ein, zwei Plätze vor, aber mal schauen. Also definitiv wieder mein Fehler. Sonst muss ich sagen, lässt sie sich relativ gut hier durchsteuern. Der ist jetzt hier unterwegs. Ja. Gerade noch so erwischt, die Fahne. Zwölfte. Wir sind noch wieder Zwölfter geworden. okay. Ja, schade. Schade. Vielleicht hätten wir auch ein bisschen besseren Platz hinbekommen, wenn ich da nicht so blöd hängen geblieben wäre. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Anneliese, an Jenny und an Cora. Habt ihr gut gemacht. Ja. Ach ja. Wieder mal der 12. Platz. Okay. Aber trotzdem. Ich denke, wir werden es noch ein paar Mal versuchen. Zwischendurch würde ich aber, glaube ich, trotzdem noch mal ein anderes Pferd oder Pony rausholen. Vielleicht als nächstes ein Gotland-Pony. Mal gucken. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.